Ihr wollt wissen, was der Container hier soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Unsere Container hier, also Zugzeug, läuft langsam voll. Und ja, wir wollen heute ein bisschen Musik ändern. Ja. Uns um die Befüllung von den Kollegen kümmern. Ich habe ein bisschen Vorgaben. Und mal wieder ist meine Liste hier weg. Eigentlich hatte ich da noch ein paar drin und ich weiß nicht mehr wie viele. Müssen wir mal gucken. Ich habe die. Was war das nochmal? 111 habe ich noch vor mir. 37 müssen da rein. Die sind halt ein bisschen komplizierter und 37. Hallo? Ich habe gesagt, bitte trag mir da einen Wert ein. Danke. So. Die müssen da noch rein. Irgendwann. Aber da ist halt die Geschichte, ich muss aus Öl Zeugs machen, aus Zeugs anderes Zeugs und aus Öl, aus dem nächsten Zeugs wieder das übernächste Zeug. So. Was wir jetzt aber brauchen, sind hier unsere ganzen Sachen wie dort hinten, Katerium, da Kupfer, das hier vorne liegt und der Rest ist Eisen. Katerium und Kupfer sind jetzt nicht so wild. Kupfer ist quasi am einfachsten. Kupfer kommt in irgend so ein Loch rein, das ich hier gelassen habe, weil ich mache den Spaß hier von unten. Da. Da kommt unser Kupfer hin. Und wird dann schön verteilt. Die Rezepte müsste ich auch alle schon gemacht haben, damit ihr euch das nie antun müsst. Also ja, sind hier drin, da ist Kupfer drin. So, das heißt, wir fangen jetzt an, hier Kupfer hinzubringen. Dann gehen wir zum Katerium und dann kümmern wir uns da ums Eisen. Ich weiß nicht mehr, wie ich Eisen gemacht habe. Ich glaube so, dass ich... Also, ein volles 780er Band ist zu viel. Oh. Ja, wir müssen ja hier ein bisschen mehr hinpacken. Wir brauchen auch nachher nochmal Eisen separat. So. Aber wir haben hier den Kollegen. Und der ist halt... Nennen wir es mal very convenient. Weil... Zack, angeschlossen. Wollte ich gucken. Oh, davon haben wir genug da. Nicht Blaupause, auch da nicht. Wollte dorthin. Dann fangen wir direkt an. Ist jetzt natürlich blöd, dass der andersrum steht, aber wenn ich abbaue, ich kriege die Materialien gerade nicht rein. Das ist nicht schön. So, das heißt, vielleicht sollte ich mir erst, was denke ich, Wasser nur tragen. Ah, deswegen. Ich kriege sogar schon wieder mehr, als ich brauche. So, wir müssen jetzt gucken. Der Kollege hier. Die Richtung ist keiner mehr. Da ist... Was ist das? Von der Höhe? Ne? Müsste. So, dich... Legen wir. Weißt du was? Ich legen wir. So hin. Und dann gehst du. Wie schön. Da so lang. Oh nein, wunderbar. Aber so und von dort hier dran. So, das Zeug läuft nach oben.
Ich habe gerade Dachdecker im Haus, falls ihr komische Geräusche hört. Das ist richtig so. Jetzt wäre es schön, wenn ich den richtigen erwischt hätte. Hier soll Kupfer hinkommen. Hier kommt kein Kupfer hin. Was hab ich denn da gemacht? Habe ich wirklich den falschen genommen? Okay, wir machen Folgendes. Wir auch nicht. Bis dann. Ja. Ich hab sowas von den Falschen genommen. Das ist schlecht. Das ist Eisen. Da hätte Eisen hin müssen. Fuck it. Ja, auf jeden Fall haben wir den Kollegen schon mal unten. Das ist ja auch ganz nett. Wir ändern mal eben, das wird jetzt eine. Gott sei Dank habe ich die. Oh, die sind schon angeschlossen. Das wird lustig. Egal, das kriegen wir auch hin. Ich glaube, im Zweifel muss ich einfach nur. So. Ich nehme das schon mal weg. Dahin und du gehst da dran. Ist doch wunderbar. Dann gehen wir uns mal hier hoch. Ja, da kommt das an, was ankommen soll. Das heißt, das geht jetzt auch schön da rein, ne? Ja, dann muss ich da gleich einmal. Ach, Scheiße. Durch alle durchgehen. Das war so nicht geplant. Wie ihr euch bestimmt denken könnt, weil garantiert eine sinnvolle Geschichte war. Wasser ist übrigens noch nicht angeschlossen. Moment. Wohin geht's? Ach, bis da. Dann splittern wir das mal bitte hier raus. Oh nein, nicht Customizer. Dahin. Container. Einfach rein. Ist mir egal. So. Eieieiei. Dann hoffe ich, dass das jetzt nicht so sehr nah anliegt. Wir gehen einmal hier rum. Nee. Mal gucken, dass wir den Kram rauskriegen, den wir nicht brauchen hier. Ich habe nur dreimal geguckt, aber ich habe das andere Loch nicht gesehen. Ein Satz, den man so auch nicht unbedingt sagen sollte, wie ich finde. Aber egal, witzig war er trotzdem. Tong, 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 tong. Naja, hier wird halt gearbeitet. Solange mir das Dach nicht abreißt, ist alles gut. So, sehr gut. Das haben wir wieder bereinigt. Also wie ihr seht, ich habe mir Gedanken gemacht, wo ich dann hier Zwischenfutter und beziehungsweise nicht Zwischenfutter, sondern wo ich das Zeug draufpacke. Und das sind irgendwie immer 22 Stück von den Dingern. Es ist wunderbar. So, du kannst weg. Nein, nicht du. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Und du. So.
Dann gehen wir einmal zu dem Kollegen hier hin. Der hier überhaupt keinen Sinn macht. Also natürlich hier hin. Den wollen wir einfach nur jetzt immer so ran. Das macht Sinn. Ja. Wir wollen das gerne unter die Decke packen. So. Wir haben ja nämlich hier unsere wunderbare kleine Brücke. Das einzige Problem, was ich mit dem Ding jetzt gerade habe, ist, ich müsste das eigentlich da drunter haben. Jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten. Ich brauche auch nur eine. Das reicht doch. Ich brauche gar nicht zwei Möglichkeiten. Nee, alles nicht. Kommst weg, kommst weg, kommst weg. Und kommst weg. So. Könnte ich. Ich muss einfach so springen. Okay. Egal. War halb so wild. Gesagt, ich pack das dahin. Wenn ich das jetzt hier in der Mitte laufen lasse. Da, dahin, weil ich kann es ja hier drunter. So rum bitte. So. Da holen wir uns nämlich jetzt schön das Kriterium. Da gehen wir. Jetzt haben wir wieder dieses blöde Problem. Aber egal. Jetzt ziehen wir jetzt einmal durch. Bis. Jetzt hängen die alle so blöd in der Mitte. Okay. Egal. Den nächsten korrigieren wir. Den setzen wir einmal da drauf. Weiter geht's. Ja, ich hab trotzdem nicht getroffen. Oh Mann. Dahin. Da. So, dann können wir nämlich hier hoch. Ich habe das ja eigentlich anders geplant. Aber jetzt von hier aus hier ein bisschen rüber gehe. Eigentlich war mein Plan ja, ursprünglich mal, dass ich da vorne abzweige. Aber ich könnte jetzt natürlich auch einfach hier hingehen und raus. Weil es geht eh alles über dieses Band. Ich könnte natürlich auch einfach ein zweites Band hier nebenlegen. Aber ich entscheide mich für die Variante. Das andere wäre ein bisschen sehr sinnlos. So, jetzt geht das da lang. Und geht diesmal auch definitiv in die richtige Raffinerie rein. Wunderbar. Haben wir auch das gelöst. Jetzt müssen wir hier runter. Jetzt kommt der Part, wo es interessant wird. Weil wir müssen ja auch noch Strom zu den Dingern. Praktischerweise sind wir direkt hier vorne und können uns noch ein bisschen für Masten was mitnehmen, weil ich habe gerade, glaube ich, keinen Turbodraht dabei. Ja, doch, hätte Turbodraht genug, aber das machen wir so nicht. Wir holen uns einfach normalen Draht. Ich habe da übrigens die Dinger, die wieder nach unten gehen, weggemacht. Jetzt soll einfach schön oben langlaufen. Hab hier nochmal ein bisschen korrigiert, kann man sagen. Da war noch was drin. Verbleche, okay.
Wie sieht das hier aus? Wie ich mir mal so voll. Und Kabel kann ich dann auch direkt noch mitnehmen. So, damit sollte ich erstmal ein Stückchen kommen. So, dann gehen wir mal schön hier durch. Und gucken wir mal, wo die ganzen Eisenteile sind. Da vorne, da vorne, da vorne, da hinten. Also da in dem Bereich. Dann würde ich vorschlagen, ziehe ich von dort aus. Los. Ich habe hier Gott sei Dank meine kleine Stromstrecke. Da habe ich noch Zeit. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Höhle. Lohnt es sich da reinzugehen oder? Ah, nee, lass mal jetzt nicht. Oh, der ist ja. Ich ab. Du bist ja wunderschön nah dran. Du bekommst. Was bringst du mir denn hier? 720 Teile. Oh, 720 war, glaube ich, super, oder? Warte mal. 720 durch 22 sind 32. Ich meine, 35 brauchen die. 25 mal 35. Ja. Die Rechnung hat super funktioniert, da war ja nichts richtig dran. 770. Mir gerade nicht ganz sicher. Egal, wir kriegen das trotzdem hin. Da gehst du mir darüber und du kommst mit. Ganz nett aus. Weg davor. Und da aus da dran. Und von da aus geht's in die Richtung. Ich hatte, glaube ich, 5 Stück, die ich haben musste. Ne? Von da, da, da. Genau. Also, danke. Was haben wir noch? Stückchen für Stückchen nähern wir uns jetzt. Sehr gut. Jetzt muss ein Hubraum direkt mit dazu.
Jetzt haben wir schon mal 3 von den 5. Der ist so ein bisschen abseits da vorne. Bin ich halt nicht so schön mit. Ja, schön ist relativ. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Da drauf. Also jetzt wäre die Frage, ob ich von hier aus eben darüber gehe und den hole. Weil hier wird sich ja quasi anbieten, einmal einen Abzweig zu machen. Ich glaube, das mache ich auch. So, einmal da dran. Das? Ja, was machen wir jetzt mit dir hier? Wir gehen auch hier hoch, aber wir gehen erst hier runter. So, dann kommst du nämlich schön daneben. Du machst es mir jetzt gerade nicht leicht, weil ich dich so blöd hingesetzt habe. Du machst es mir doch. Oh, da ist eine Höhle. Ob ich da mal reingehen sollte? Ach nee, ich jetzt. Hattet ihr ein Déjà-vu? Ja, ich bin ein kleiner Dreck. Manchmal. Aber war ja auch nicht schlecht. So. Ja. Diese Höhle? Unfassbar. Ich bin so froh, dass ich in diese Höhle gegangen bin. Beinahe hätte ich was verpasst. Ich war offensichtlich schon mal in dieser Höhle. Mit einem Ghetto-Blaster bewaffnet ist auch nicht so toll. Ich hab Spaß. Und ihr so? So. Das Gute ist, wir haben direkt hier vorne nochmal das Uran. Ja, mein Strahlungslevel ist gerade ein bisschen fucking hoch. Kommt, mach das weg. Hallo? Das reicht jetzt. Mehr brauche ich davon nicht. Falsche Taste. Wo ist Uran? Da. Plus. Hui. Strahlungslevel wieder gut. Also, wir haben hier noch einmal eine unreine. Das heißt, wir können hier im Zweifel nochmal so einen Dreier da draufsetzen und gut ist, dann können wir genug zufüttern, wo wir brauchen. Ist zwar nicht viel, was kommt eigentlich bei unrein raus? Steht das irgendwo in der Karte? Nee, ne?
Ich habe ihn nicht angezeigt. Und wir könnten die hier alle noch. Der müsste ja auch noch 720 stehen. Ja, kommt ein zweites Ding rein bei den Funden und dann alle auf 780 hoch und gut ist. Ja, auch. Weil 780 ist definitiv schon zu viel. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Und mal das auch noch. Also, wenn wir was hier haben, ist das Eisen. Also, da können wir immer mächtig zufüttern. Da könnten wir auch mit dem Einser, glaube ich, wieder ausreichen. Ist normal. Hier ist auch normal. Also. Oh. Da lang. Okay. Holen wir dich mal runter. Das ist eine gute Höhe. So. Der Schwierigkeitsgrad ist echt jetzt den Anschluss zu finden. Das hätte man gerade ziehen können. Stimmt wohl. Ups. Ne? So weit wollte ich nicht weg. Na komm. Wir alle gehen jetzt einmal hier die Düne hoch. Dann sehe ich euch wenigstens. Und da. Genau. So, wo haben wir das nächste Löchlein? Haben wir eigentlich mit 5 hin. Also da geht der Spaß rein. 1, 2, 3 sehe ich noch. Ach stimmt, ich brauche ja gar nicht alles Eisen hier unten. Da war was. Muss. Da. Machen wir die zuerst. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns um Wasser. Für den Spaß. Damit das alles schon mal laufen kann. Und vielleicht auch um Öl. Durch meine ganzen Berechnungen hier, was ich für das brauche und so, würde ich die Wasserextraktoren und wo seid ihr dahin? Die Wasserextraktoren und wie heißt das andere Zeug hier? Ich komme gleich noch drauf. Ölpumpen bzw. diese großen Teile da. Komm, jetzt bin ich da. Jetzt dauert das zu lange und muss die ganze Zeit denken oder mich anschreien. Quellenkompressoren, E-Teile meinte ich. So, die haben wir schon mal. Jetzt fehlt da ganz hinten das Loch noch. Da nehmen wir dich jetzt aber mit. Ich bin hierfür für ein Pumpmail.
Oh, das war ein Wasserloch. Moment. Bis denn. Habe ich echt nur drei gebraucht? Habe ich schön hier vorne? Egal, dann lassen wir es da liegen. Ist mir auch egal. Dann müsste hier frei sein. Gut. Oh. Sehr gut geschätzt. Okay. Hier kommt noch nichts rein. Habe ich etwa ein Loch vergessen? Das könnte sein. Irgendwas war da doch. Okay. Dann rennen wir mal da vorne hin. Fallen runter und schauen, dass wir den Anschluss da machen. Und wohin müssen wir denn? Dahin müssen wir mit dem. Auch wenn es vollkommen sinnlos ist, das so zu tun, aber. Dann gehen wir halt einmal hier hinten rum. Und jetzt von hier da rein. Wunderbar. Dann klettern wir da vorne wieder hoch und gucken, dass wir da oben hingeschoben oben kommen. Hingeschoben oben? Oh Mann. Ja, der hat super funktioniert. Das mit dem da hingeschoben oben. An, weil muss ja erst voll laufen. Genau. So, hier muss ich nochmal gucken. 35. Das heißt, ich muss überall ein bisschen zufüttern. Das werde ich aber irgendwo machen, wo es zentral ist. Dann geht es von einem da vorne was ab und dann zu dem anderen hin. Und dann gucken wir mal. Und den Rest, den wir. Das ist alles voll, das ist alles voll. Gehen wir mal schnell hier lang. Das sieht doch gut aus. Ja, so will ich das sehen. Und so soll das möglichst auch bleiben. Aber dann haben wir die Dinger schon mal angestoßen. Was uns fehlt, ist Kalkstein. Also hier, ja, Kalkstein. Den müssen wir noch anschaffen. Wasser, Öl und Schwefel. Ja, das ist super. Hier ist alles voll. Das kommt von da drüben. Das heißt, da ist auch genug angekommen. So möchte ich das sehen. Hier fehlt nur. Na, hier geht gerade langsam rein, genau. Dann kommt hier an. Ja, da vorne kommt auch so langsam. So.
Wohin müssen wir denn? Das Ende dieser... Nein, ist hier. Hast du denn schon mal irgendwas ab... Ja, hast du. Okay, dann bin ich zufrieden. Stell mich hier hin. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen weg, großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.